Katholisch 1 TV, das Magazin. Heute unter anderem mit diesen Themen. Jubiläum, das Dominikus-Ringeisenwerk in Ursberg feiert 130-jähriges Bestehen. Barrierefreiheit, Ausflugsziele für Menschen mit Handicap. Und Wiedereintritt, warum viele Menschen wieder zur Kirche zurückkehren. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Der geistliche Dominikus Ringeisen war ein Mann mit einer großen Idee und einem unglaublichen Gottvertrauen. So gründete er aus dem Nichts vor 130 Jahren die Ursberger Anstalt, aus der das Dominikus Ringeisenwerk entstand. Menschen mit Behinderung, die damals oft verachtet am Rande der Gesellschaft standen, ermöglichte er hier ein Leben in Würde. Es wurde eine Erfolgsgeschichte. Mittlerweile gibt es über 30 Standorte in Bayern, an denen 4000 Menschen mit Behinderung begleitet werden. Das traditionelle Sommerfest in Ursberg bildete den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr. Schon der Gottesdienst im Festzelt zeigte, welchen Stellenwert Menschen mit Behinderung im Dominikus-Ringeisenwerk haben, wie sie ernst genommen und einbezogen werden. Weihbischof Josef Grünwald schätzt das und ist immer wieder angetan. Das ist keine Messe in einer Kathedrale, das ist eine Messe im Festzelt, wo natürlich auch das Leben dieser Leute mitspielt, die sich freuen, die ihre Laute von sich geben, die dann auch mitsingen. Also das ist schon eine besondere Erlebniswelt. Das Sommerfest hat eine lange Tradition. Helmut Kohl war schon hier, wie im Film mit historischen Aufnahmen zu sehen. Die Anfänge 1884 waren unglaublich mühevoll und wurden nur dank Spenden und der aufopferungsvollen Arbeit der Schwestern der Josefskongregation bewältigt. Die Anstalt war autark und versorgte sich selbst. Damals musste Dominikus Ringeisen sogar noch darum kämpfen, sind Menschen mit Behinderungen überhaupt Menschen? Und heute leben wir in einer Gesellschaft, die wirklich sich bemüht und große Anstrengungen verursacht und auch macht, um Menschen mit Behinderungen ein volles bürgerschaftliches Engagement zu ermöglichen. Hier rechts Ignaz Dietrich. Er war der Erste, um den sich Dominikus Ringeisen kümmerte. Schon wenige Jahre später kamen Kinder von überall her. Schnell gründete Ringeisen mehrere Filialen. Die dunkelste Epoche, als die Nazis zahlreiche Behinderte des Werks deportierten und töteten, musste Ringeisen nicht erleben. Nach dem Zweiten Weltkrieg blühte das Werk dann wieder auf. Aber auch heute steht es vor Herausforderungen. Jeder von uns wünscht sich ein Einzelwohnen. Für Menschen mit Behinderungen ist dies schon etwas Außergewöhnliches. Oder Arbeit. In welcher Form wir arbeiten können. Für Menschen mit Behinderungen bedeutet Arbeit ein echter Mehrwert an Lebensqualität. Dies kann aber dann nicht bedeuten, dass es nur ganz exklusive oder besondere Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen gibt. Wir können Menschen mit Behinderungen in unseren normalen Betrieben, in unserer Gesellschaft auch tätig werden. Wie viel das Dominikus-Ringeisenwerk den Menschen heute gibt, war am Sommerfest überall zu spüren. Sie empfinden das Leben und arbeiten hier als großes Glück. Der ist sehr schön und macht einen sehr lustigen Eindruck. Die Räume ist halt so schön. Und Mai, wir helfen alle zusammen. Und die Mitarbeiter haben wir. Alle sind freundlich. Ich mache meine Arbeit ganz gerne. Hier in Ursberg behinderten Einrichtungen gut gefallen. Hier in Ursberg ist zweite Heimat. Bitte, liebe Kameramann, loben Sie bitte alle, die hier angestellt sind in Ursberg. Die sind einfach spitze. Heute gibt es eine Vielzahl kleiner Häuser an über 30 Standorten in Bayern. So sollen Menschen mit Behinderung mehr im Alltag aller ankommen, sichtbar werden. Inklusion ist das neue Stichwort. Derweil sind die Angebote am Hauptstandort Ursberg immer vielfältiger geworden. Wir haben hier zum Beispiel auch verschiedenste Wohnangebote, die hier vom Ort bis auch in die nähere Umgebung reichen, die von der klassischen Heimsituation, wie man sie sich so landläufig noch vorstellt, reichen, bis hin zum betreuten Einzelwohnen, wo ein Mitarbeiter zum Beispiel nur einmal in der Woche mal vorbeischaut, ob alles klar ist oder ob es Fragen gibt. Also eine unglaubliche Differenzierung innerhalb
aller dieser Angebote, genauso wie bei den Arbeits- und Beschäftigungsangeboten. So ist dem Dominikus Ringeisenwerk zu wünschen, dass es die nächsten 130 Jahre so erfolgreich fortführt, blüht und gerade seinem Ziel, Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzubeziehen, immer näher kommt. Das Dominikus Ringeisenwerk in Ursberg, Sie haben es gerade gesehen, ist im Lauf der Jahrzehnte zu einer der bedeutendsten Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in unserem Bistum geworden. Die Behindertenbeauftragten des Augsburger Landratsamtes, die beim Thema Barrierefreiheit eng mit der Caritas zusammenarbeiten, haben sich jetzt Gedanken über die Freizeitgestaltung von Menschen mit Handicap gemacht. Die Projektgruppe Barrierefreie Ausflugsziele testet unter anderem auch Museen im Bistum auf ihre Tauglichkeit, um dann am Ende einen Katalog zu erstellen mit Ausflugszielen für Menschen mit Einschränkungen. Wir waren bei diesem Rundgang mit dabei. Gäbe es diese provisorische Rampe nicht, wäre der Ausflug für Georgine Mielezesch vorbei, bevor er überhaupt begonnen hat. Als junges Mädchen erkrankte sie an Polio. Seitdem kann sie nur noch unter großer Anstrengung gehen. Der Rollstuhl ist für sie eine Erleichterung, jedoch nur dann, wenn sie ihn auch uneingeschränkt nutzen kann. Barrierefrei, darauf sind auch die anderen Mitglieder des Projektteams angewiesen, wobei jeder seine ganz eigenen Hürden hat. Denn nur so macht das Projekt des Landratsamtes überhaupt Sinn. Weil ich mit offenen Augen durchs Leben gehen kann, aber dennoch nicht jede Einschränkung, die vielleicht ein Hörbehinderter, ein Sehbehinderter hat, einfach selber merken kann. Also ich kann mir das Museum zwar schon anschauen, aber deswegen weiß ich noch lange nicht, ist das Licht ausreichend hell oder ist die Schrift ausreichend groß, damit ich es lesen kann, weil ich kann gut lesen. Ein Sehbehinderter oder auch ein Blinder hat einfach andere Anforderungen und das sind unsere Mitglieder in dieser Gruppe einfach Experten in eigener Sache. Sie sind Experten, weil nur Sie wirklich beurteilen können, ob das Museum auch für Behinderte geeignet ist und so auch guten Gewissens weiterempfohlen werden kann. Nur Sie können erkennen, ob der Inhalt, wie hier im Naturmuseum Königsbrunn, beim Besucher auch ankommt und wo ganz dringend etwas getan werden muss. Gerade für Gehörlose ist es wirklich alles ganz toll erklärt, finde ich. Kann man gut lesen, die Ausführungen sind jetzt auch nicht zu viel Text, zu kompliziert. Das ist okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es unseren sehbehinderten Gästen hier geht. Könnte ich mir vorstellen, sind die Texte teilweise auch zu klein für Leute, die noch das Sehvermögen haben. Was hier gemacht wurde, dass viele Bereiche mit dem Rollstuhl einsehbar sind. Das ist hier wunderbar umgesetzt, weil man hat nicht nur an Behinderte, sondern auch an Kinder gedacht. In anderen Museen zum Beispiel, dann haben die Podeste, wo die Kinder draufsteigen können. Das kann ein Rollstuhlfahrer nicht. Die Lichtsetzung ist immer problematisch für jemanden, der schlecht sieht. Das rührt halt einfach daher, dass sportartige Lichter einfach dazu führen, dass sich das Auge oft umgewöhnen muss und dadurch anstrengender wird und schneller ermüdet. Doch viel hat sich in den letzten Jahren bereits getan. In den staatlichen Museen ist Barrierefreiheit bereits weitestgehend Standard. Private Museen ziehen kontinuierlich nach. Vor allem setzen viele kulturelle Einrichtungen heute darauf, nicht mehr nur den Sehsinn anzusprechen. Besucher sind aufgefordert, aufmerksam zuzuhören, zu riechen und auch zu fühlen. Menschen mit Behinderung profitieren von diesem Konzept, wie hier im Lechfeldmuseum in Königsbrunn. Wenn Sie zum Beispiel im Kino wären und kamen nur zum Gucken, dann ist es wenig sinnliche Ansprache. Dann kam später mal der Ton zum Tonfilm dazu. Dann wurden die Sinne stärker angesprochen. Heute gibt es 3D. Manche Kinos rütteln. Also man sieht, je mehr sinnliche Ansprache da ist, umso mehr fühlt man sich als Teil der ganzen Angelegenheit. Das ist diese, man nennt es Immersion, dass man in der Sache aufgeht. Die ist einfach dann größer. Weil man fühlt sich den Dingen einfach näher, wenn man sie fühlen kann. Und fühlen kann man mit relativ vielen Sinnen. Und deswegen kann man gewisse Sinne auch ersetzen. Die Projektgruppe will beraten, will negative Dinge in positive umwandeln und ist dabei auf die Unterstützung der Museenbetreiber angewiesen. Denn manchmal sind es schon Kleinigkeiten, die helfen, eine Einrichtung behindertengerechter zu machen. Und jede Verbesserung ist auch ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Der Augsburger Dom ist in seiner über 1000 Jahre alten Geschichte immer wieder umgebaut, renoviert oder umgestaltet worden. Außen wie innen. In diesem Jahr steht wieder ein solcher Umbau bevor. Der Herz-Jesu-Altar wurde zwar erst Mitte der 1990er Jahre neu gestaltet, allerdings nach Meinung vieler Fachleute und auch Laien ist er in seiner derzeitigen Form kein stimmiges Gesamtwerk. Wie der Sakramentsaltar in Zukunft aussehen soll, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die Wohnung Gottes unter den Menschen, die roten Textilien am Herz-Jesu-Altar sollen das Zelt Gottes symbolisieren. Allerdings nicht mehr lange.
denn die Planungen für die Umgestaltung des Sakramentsaltars sind in vollem Gange. Das Ziel ist zum einen die liturgische Aufwertung des Altars der Dompfarrei. Auf der anderen Seite soll die komplexe Gestaltung aus den 90er Jahren wieder zurückgenommen werden. Er ist ein Altar, der sich nicht jedem sofort erschlossen hat, der teilweise auch, wie wir sehen konnten, keine einheitliche Konzeption hatte, auch viele Elemente hatte, und das sollte jetzt einfach bereinigt werden, sollte auf eine klare Form gebracht werden, die auch eindeutig klar den Tabernakel in die Mitte stellt. Und natürlich war die Idee gegeben worden, die Petelfigur in die Mitte zu stellen, für die wir schon lange einen guten Platz suchen. Diese Figur ist schon seit vielen Jahren im Dom, nur eben an wenig prominenter Stelle. Der Ecce Homo ist eines der Meisterwerke des Bildhauers Georg Petel und soll in Zukunft im Mittelpunkt des neuen Altars stehen. Geplant ist ein sogenannter Flügelaltar, der in Farbe und Form deutlich schlichter als der bisherige Altar ist. Verantwortlicher Architekt der Planungen ist Wilhelm Huber. Er setzt auf einen ganz besonderen Stein als Baumaterial. Der Stein, das ist ein französischer Stein, der nennt sich Comblangien. Er kommt aus Burgundland. Und dieser Stein ist ein Kalkstein, der sehr dicht ist und insgesamt eine sehr helle Farbe hat. Und diese Farbe, das war uns wichtig, dass man diese Farbe verwendet, diesen Stein, der eigentlich im Dom überall vorkommt, der im Dom überall präsent ist. Also es sind sehr viele Stellen, selbst der Boden ist aus Kalkstein. Das Gesamtgewicht des neuen Altars wird rund 20 Tonnen betragen. Die Flügel können auch geschlossen werden. Dann ist ein Relief unserer Milchstraße zu sehen. Bis der neue Altar eingeweiht werden kann, wird es aber noch dauern. Geplant ist der 1. März 2015. Die Kosten werden sich auf rund 385.000 Euro belaufen. Die Finanzierung des Altars ist bereits genehmigt und wird aus den Diözesanhaushalten der Jahre 2014 und 2015 bestritten. Und jetzt geht es bei uns weiter mit den Kurznachrichten. Der neue Studiengang Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit in Benediktbeuern findet großen Anklang. Bisher liegen rund 60 Bewerbungen vor. Ursprünglich war das im Wintersemester 2014 startende Angebot auf 30 Studierende ausgelegt gewesen. Es sollen aber alle Interessenten berücksichtigt werden, da die Bistümer einen großen Personalbedarf haben. Der Studiengang wird vom Bistum Augsburg sowie dem Erzbistum München und Freising finanziert. Die Schwerpunkte sind Inklusion, eine sensible Seelsorge, die sich dem Umfeld anpasst, sowie neue Formen pastoraler Räume. Mit einem Festakt ist am Freitag die neue Kinderklinik mit Mutter-Kind-Zentrum am Klinikum Augsburg eingeweiht worden. Der Neubau entstand in dreijähriger Bauzeit und soll in Zukunft die bisherige Kinderklinik ersetzen, sowie alle Ambulanzen und Stationen beherbergen. Weihbischof Anton Losinger segnete das Gebäude zusammen mit Vertretern der evangelischen und muslimischen Gemeinde Augsburg. Weihbischof Losinger sagte, eine Gesellschaft zeigt ihr wahres humanes Antlitz daran, wie sie mit den Schwächsten in ihrer Mitte umgeht. Deswegen verdiene das Klinikum Respekt für das Engagement für Kinder und Jugendliche. Kinder sind ja häufig gar nicht in der Lage zu artikulieren, wie es mit ihnen ist, wie es auch mit all den Fragen und Sorgen ist, die sie als Kinder in einer Kinderklinik bewegen. Deswegen bin ich sehr froh und glücklich darüber, dass das Klinikum Augsburg heute mit dieser Eröffnung einen wirklich wichtigen, wegweisenden Schritt geht. Die neue Kinderklinik mit Mutter-Kind-Zentrum hat insgesamt rund 40 Millionen Euro gekostet. Ab Mitte September wird der Neubau auch innen komplett fertig sein und dann den Betrieb aufnehmen. Für ihr vorbildliches Engagement haben Weihbischof Anton Losinger und Ulrich Haaf, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, eine junge Lehrerin mit einer Dankurkunde ausgezeichnet. Anna Hofmann, Lehrerin an der Bonaventura Realschule in Dillingen, hat mit ihrer Stammzellenspende das Leben eines jungen Mannes gerettet. Wir ziehen den Hut vor ihrem Idealismus, sagte Weihbischof Losinger bei der Übergabe der Urkunde. Anna Hofmann selbst sagte, sie könne jeden nur dazu ermutigen, sich typisieren zu lassen. Es gehe einfach, sei schnell und unkompliziert. Anna Hofmann ist 28 Jahre alt und unterrichtet Mathematik, Informationstechnologie und Religion. Zum 14. Mal fand am vergangenen Wochenende der Augsburger Jakobuslauf statt. Im Rahmen der Jakober Kirchweih hat der Diözesanverband der DJK Augsburg den Lauf für Teilnehmer jeden Alters organisiert.
Es gab zwei Schülerstrecken über einen oder 3,3 Kilometer, eine Walkingstrecke über 8 Kilometer und einen Viertelmarathon über 10,2 Kilometer. Rund 450 Läufer nahmen insgesamt am Jakobuslauf teil, der an der Oblater Wallstraße startete. Die Jakober Kirchweih geht zurück auf die Pilgerschaft nach Santiago de Compostela, wo sich hier Pilger für ihren weiteren Weg gesammelt haben. Der Jakobuslauf erinnert an den Weg der Pilgernden. Seit vielen Wochen begleiten die Jugendlichen der Kaufmännischen Berufsschule 4 in Augsburg nun schon ihr eine Weltprojekt, genannt HOSFA. Dafür haben sie unter anderem Kleidung gesammelt und über das katholische Hilfswerk Aktion Hoffnung zu Geld gemacht. Jetzt soll ein Scheck über rund 1.300 Euro an das Hope Sharing Family Projekt, kurz HOSFA, in Uganda übergeben werden. Das Geld werde ich direkt nach Uganda mitnehmen. Ich fliege im August eine Woche dorthin und das wird direkt in den Bau der neuen Berufsschule, der Ausbau der Berufsschule dort verwendet. Bereits seit mehreren Monaten setzen sich die Berufsschüler der Welser-Schule für ganz unterschiedliche Projekte zum Thema Eine Welt ein und beschäftigen sich in diesem Rahmen mit Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Hierbei arbeiten sie unter anderem mit dem Referat Weltkirche des Bistums zusammen. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit einem Bericht über Priester, die in diesem Jahr ihr Weihjubiläum gefeiert haben. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage, was Menschen dazu bewegt, wieder in die Kirche einzutreten. Also bleiben Sie dran. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen. Wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche. Wir machen Mut zum Leben. KJF. Viele Pfarrer im Bistum Augsburg, die in diesem Jahr ein rundes Weihjubiläum feiern, haben das bereits in ihren Heimatgemeinden getan. Mit großen Gottesdiensten und geselligem Beisammensein mit Freunden, Verwandten und Wegbegleitern. Doch weil man so ein großes Jubiläum nicht oft genug feiern kann, stand in dieser Woche nun ein weiterer Höhepunkt an. Der gemeinsame Gottesdienst mit Bischof Konrad Staser in St. Ottilien. Und dort kamen dann alle Geistlichen einmal zusammen, egal ob sie in diesem Jahr nun ihr 25-jähriges, 40-, 50- oder 60-jähriges Priesterjubiläum feiern. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken des Bistums. Die einen stehen noch mitten im priesterlichen Dienst, die anderen blicken bereits aus ihrem Ruhestand auf ihre Arbeit als Priester zurück. Doch eines verbindet alle, ihr rundes Jubiläum. Und genauso wie ein Ehepaar etwa seine goldene Hochzeit feiert, ein Lehrer vielleicht für seinen 50-jährigen Dienst gewürdigt wird, feiern die hier versammelten Priester alle gemeinsam mit Gott. In seiner Predigt macht Bischof Konrad Starser, der in diesem Jahr selbst sein 40-jähriges Priesterjubiläum feiert, den Geistlichen vor allem Mut, immer wieder neu aufzubrechen. Die menschliche Schwerkraft ist immer so, dass er eben gern sitzen bleibt. Das ist der religiöse Mensch ohnehin in der Gefahr, eben immer wieder sich hier es einzurichten. Sie kennen die Stelle von Petrus auf dem Berg der Verklärung. Am besten Hütten bauen und bleiben. Nein, weitergehen und verkünden. Das ist unser Auftrag. Die rund 40 anwesenden Jubilare haben bereits die vergangenen Tage hier im Exerzitienhaus St. Ottilien miteinander verbracht. Sie haben über kirchenpolitische Themen diskutiert, Vorträgen gelauscht und miteinander gebetet. Der feierliche Gottesdienst mit Bischof Konrad Starser ist nun der Höhepunkt ihrer gemeinsamen Jubiläumstage. Aber genauso viel Freude bereitet den Geistlichen an diesem Tag auch das Wiedersehen mit alten Bekannten. Schön, dass wir feiern können miteinander auch. Und uns freuen, wenn man liebe Menschen sieht. Gell? Ich betrachte 40 Jahre, die ja ohnehin in der Bibel immer wieder konnotiert werden. 40 Jahre ist das Volk Israel.
in der Wüste unterwegs, kommt nach 40 Jahren an den Jordan und muss dann über den Jordan gehen. Also das 40. Jahr ist immer so ein Schwellenjahr, wo etwas Neues beginnt. Also finde ich schon ganz interessant. Ich habe das als sehr schön und sehr bereichernd erlebt, gerade auch mit den älteren Pfarrern zusammen. Ich habe nicht alle gekannt von denen, die einfach mal kennenzulernen auch und auch ein bisschen so an ihren Erfahrungen teilzuhaben. Ich schaue auf meine Zehen, ich schaue nach oben und kann nicht feststellen, wo die 75 Jahre Lebensalter und die 50 Jahre Dienst geblieben sind. Die Kirche ist, trotz dass sie eine alte Waschfrau ist, die zeitlebens die dreckige Wäsche der Menschen gewaschen hat, immer noch eine liebenswürdige alte Mutter, für die es sich lohnt, dass man sich einsetzt. Dass das hier in meiner Nähe, St. Ottilien, stattfindet, das ist ein geistiges Zentrum. Also geworden ist, finde ich das auch sehr schön. Ich bin ja an 11 Stellen habe ich aushelfen müssen als Geistlicher. Gell? Und da galt für mich einfach nichts anderes als ja, das Evangelium zu verkünden. An diesem Tag stehen aber die Jubilare im Mittelpunkt, die sich einfach mal Zeit für sich selbst nehmen. Zeit, um zurückzublicken und in Erinnerungen zu schwelgen. Zeit, um sich mal wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Zeit, einfach mal innezuhalten und Danke zu sagen. Es ist doch oft so. Erst wenn man etwas verliert, wird einem so richtig klar, wie bedeutend und wertvoll es einem war. So ähnlich geht es auch vielen Menschen, die aus der Kirche austreten und dann aber nach Jahren oder Jahrzehnten feststellen, dass ihnen doch etwas ganz Wichtiges in ihrem Leben fehlt. Denn bei allen Negativmeldungen über gestiegene Kirchenaustrittszahlen gibt es auch den umgekehrten Weg, den Weg wieder zurück in die Kirche. Andere treten aus, sie ist wieder eingetreten in die Kirche und hat damit eine Lücke in ihrem Leben geschlossen. Es geht mir so gut, wie ich kann mich nicht erinnern, wie nie zuvor in meinem Leben, außer wenn man eben ganz jung vielleicht verliebt ist oder irgendwie tolle Erlebnisse hat. Es sind Felsen von meinem Herzen gefallen. Also ich habe so darunter gelitten, unter dieser Ferne, die ich ja nun irgendwo natürlich selber herbeigeführt habe. Und es hat mir unglaublich gefehlt. Und es war so ein Schmerz die ganzen Jahre, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss ganz viel nachholen und gehe auch wirklich ganz oft jetzt in die Messe auch. Jetzt darf ich ja wieder zur Kommunion gehen. Es ist mir ein wirkliches Bedürfnis. Seit ihrem Wiedereintritt Anfang Juli kann Christel Mallhöfer all das nun. Voraus gingen intensive Gespräche mit Brigitte Schwarz vom Moritzpunkt. Die 70-jährige ehemalige Musik- und Kunstlehrerin hat eine Mappe mit Bildern, Fotos und Urkunden zusammengestellt, die ihr Leben widerspiegeln. Durch die Kunst konnte sie sich schon immer ausdrücken und Musik gibt ihr Lebensfreude. In der Kindheit und Jugend war sie sehr engagiert in der Kirche. Die Pfarrei war ihre zweite Familie, doch dann kamen viele Umbrüche in ihrem Leben, schreckliche Erlebnisse und die Kirche konnte ihr damals nicht helfen. 1971 war das so, da gab es diese Enzyklika Humane Vitae und man sollte Kinder kriegen, so viel man kriegen kann. Damals war ich aber schon verheiratet mit einem Mann, der Alkoholiker war und der psychisch krank war. Und ich bin dann zu diesem Gemeindepfarrer, der eigentlich sehr modern war, und habe ihn gefragt, was er denn davon hält, wenn ich eine Psychotherapie mache. Und das hat er dann, hat er mir abgeraten, hat gesagt, nein, die Kirche, die macht das schon. Und das hat mir aber in der Situation, hat mir das nicht geholfen. Ich musste dann eben auch tatsächlich fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das hat dann auch funktioniert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann zusammen mit meinem Mann ausgetreten bin. Die Augsburger Moritzkirche als offizielle Wiedereintrittsstelle im Bistum Augsburg lebt seit einigen Jahren einen gegenläufigen Trend. Mehr Menschen als früher wollen zurückkehren. Es gibt Motive, die doch relativ häufig vorkommen. Das sind manchmal so Erfahrungen wie ja, der Tod eines lieben Menschen, der plötzlich zum Nachdenken gebracht hat. Auch natürlich freudige Ereignisse wie eine Taufe. Oder eine Heirat, dass man dann einfach sagt, ach, jetzt will ich einfach nochmal jetzt mein Leben da auch in Ordnung bringen, auch mein Glaubensleben und möchte eigentlich jetzt diesen Schritt tun, wieder auch zur Kirche zu gehören. Also das sind meistens solche Lebenswenden auch.
Verglichen mit den Austritten ist die Zahl der Wiedereintritte nur ein Tropfen auf den heißen Stein, meint Pfarrer Haug. Aber immerhin, der Negativtrend bei den Kirchenaustritten ist schmerzlich, auch wenn die Gründe teils außerhalb der Diözese liegen und sich auch generell ein Trend zur Abkehr vom Christlichen zeigt, meint Generalvikar Harald Heinrich. Er sieht hier aber auch eine Herausforderung. Ich denke, es geht letztlich darum, zwei Seiten. Zum einen, dass gläubige Christen einfach ihren Glauben nach außen sichtbar machen, leben, auch vertreten, ohne Überheblichkeit, aber einfach auch zeigen, was ihnen der Glaube bedeutet. Und eben auch wir als Kirche wieder neu, denke ich, auf die Menschen zugehen müssen, bei den Menschen sein, wie Papst Franziskus es immer auch sagt. Und ja, wir dürfen uns nicht zurückziehen, sondern das muss eher Herausforderung an uns sein, wirklich Wege zu überlegen, wie können wir Menschen wieder, ja, es geht nicht um für eine Institution zu begeistern, sondern für Jesus Christus zu begeistern. Viele, die austreten, wollen damit ihre Kritik an der Kirche zum Ausdruck bringen. Mit dem Glauben hat das nicht unbedingt etwas zu tun. Und deshalb treten manche irgendwann auch wieder ein. Die Leute, die bei uns wieder eingetreten sind, die hatten ganz andere Gründe. Ich habe bewusst immer die Frage gestellt und sie treten trotzdem ein, obwohl gerade alle Welt austritt und diese Ärgernisse da sind. Dann sagten die, nein, mir ist der Glaube wichtig und ich habe meinen eigenen Weg. Ich habe mir das reiflich überlegt, ich habe diese Jahre auch mit mir gekämpft. Gibt es auch oft, dass Menschen wirkliche Prozesse durchmachen und diesen Schritt dann wirklich erkämpfen, sich innerlich und das dann auch ganz bewusst machen, auch wenn die ganze Umgebung austritt. Langsam hat sich Christel Malhöfer in den letzten Jahren wieder der Kirche angenähert, hat sich in vielen Organisationen und Kreisen engagiert, bis sie dann am Gründonnerstag in der Moritzkirche ein Schlüsselerlebnis hatte. Und dann stand ihr Entschluss fest. Alle Plätze waren voll, es gab kein Plätzchen mehr und ich stand jetzt in dem rechten Seitenschiff und habe gedacht, was mache ich jetzt? Hier gehe ich wieder nach Hause. Es ist kein Platz für mich und dann kommt eben der Zug der Ministranten und der Diakon und der Pfarrer raus und dann kriege ich eben von Pfarrer Haug den Rat, hier vorne neben dem Altar sind noch freie Plätze. Und da habe ich plötzlich wirklich als wenn es jemand zu mir gesagt hätte, hier bist du zu Hause, hier gehörst du hin, hier kannst du bleiben, hier bist du willkommen. Nach mehr als 40 Jahren gehört sie nun also wieder dazu. 19 Freundinnen waren bei der Wiederaufnahmefeier als Zeugen mit dabei. Es war für sie eine Art Befreiungsschlag, ein Energieschub. Christel Malhöfer war und ist eine aktive und engagierte Frau. Und sie hat viele Pläne für ihre Zukunft als Musik- und Kunstbegeisterte und vor allem auch als Katholikin. Immer mehr Menschen sind auf der Suche. Auf der Suche nach Glück, nach Orientierung, nach dem Sinn des Lebens. Auch Werte und Entschleunigung spielen wieder eine große Rolle. Und genau da hat die Marktgemeinde Nesselwang angesetzt. Sie hat den sogenannten Besinnungsweg Gehzeiten initiiert. Ein Projekt, das mittlerweile viele Besucher aus nah und fern anlockt. Genau das Richtige für einen Sommerausflug mit etwas Tiefgang. Die Natur erleben, im Gehen zur Ruhe kommen, sich Zeit nehmen. All das soll beim Besinnungsweg Gehzeiten in Nesselwang im Vordergrund stehen. Mit insgesamt 6 Stationen ist der Rundweg über eine Laufstrecke von knapp 1,5 Stunden angelegt. Los geht es mit einer kleinen Einführung und der Frage, wie wir Zeit überhaupt erleben. Eröffnet wurde der Rundweg vor 6 Jahren. Damals wie heute wird er ehrenamtlich von der Bürgerwerkstatt Kultur betreut. Sie hatte sich überlegt, die einzelnen Themen und Denkanstöße mit Installationen zugänglich zu machen. In ökumenischer Zusammenarbeit entstand so dieses Projekt der Wertevermittlung. Wir wollten eine Verbindung zwischen dem Thema des Weges, der Zeit, Zeit für mich, Zeit für Gott, Zeit für andere und zum Wanderweg. Und da hat sich das Wort Gehzeiten mit Doppelsinnigen mit H und ohne H ergeben. Und vor allem auch die Verbindung von Gehzeiten des Meeres mit Auf und Ab, so wie es im Leben des Menschen eben auch Auf und Ab gibt. Und die haben wir als ideale Verbindung zu unserem Weg gefunden.
Und so geht der Besucher von Station zu Station und kann, wenn er mag, bewusst über sich und das Leben nachdenken. Rund 30.000 Menschen waren bereits hier. Willkommen ist dabei jeder, ob mit christlichem Hintergrund oder ohne. Bei jeder Station wird der Wanderer in das neue Thema eingeführt. In diesem Falle heißt es Zeit für mich und der Besucher läuft durch ein Labyrinth mit konkretem Ziel. Dabei kommt die Frage auf, ob es wohl ein Phänomen unserer Tage ist, dass wir uns bewusst Zeit nehmen müssen. Man spricht immer von Leistungsdruck, von Stress und deshalb finde ich, dass die Leute hier bei der Konzeption des Weges wirklich das ein Grundanliegen unserer Zeit auch herausgegriffen haben. Zeit für andere, dass man sich Zeit nimmt, gerade im Urlaub, wenn man hier ist und wenn man einfach hierher fährt und sich ein bisschen Zeit nimmt für sich und für den anderen. Losgelöst von Hektik und Stress, einfach mal die Seele baumeln lassen. Auch das kann der Besinnungsweg Gehzeiten leisten. Geeignet ist er für jede Altersklasse. Die Strecke ist fast ausschließlich eben und gut begehbar. Und wenn der Besucher die nächste Station hier am Attlesee erreicht, gilt es darüber nachzudenken, wie es mit der Zeit für andere aussieht. Gehen wir die Wege des Lebens lieber alleine oder ist es sinnvoll, die Unterstützung anderer in Anspruch zu nehmen? Fragen, auf die die Wanderer entweder in Gruppen mit Begleiter oder für sich ganz allein Antworten finden. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Viele gehen lieber alleinig, weil sie da noch mehr zur Ruhe kommen und zur Besinnung kommen. Aber in der Gruppe, vor allem wenn es mit Führung ist, kriegt man halt auch manches dann besser erklärt und wird auf manches hingewiesen, wo man selber vielleicht gar nicht drauf kommt. Wie gesagt, sowohl als auch, und es gibt ja auch viele, die es zum wiederholten Mal den Weg gehen und die so begeistert davon sind, dass sie auch immer wieder kommen. Wer alleine geht, ist nicht sich selbst überlassen. Es gibt ein kostenloses Begleitheft mit weiterführenden Texten und passenden Bibelzitaten. Bei Station 4 steht nun Gott im Mittelpunkt. Bildlich dargestellt aus der Zahlensymbolik geht der Blick hier von dem irdischen Viereck hinauf auf das Dreieck, stehend für das Umfassende und die Heiligkeit. Nun heißt es im Liegen verweilen, den Gedanken freien Lauf lassen. Natürlich ist jeder willkommen, weil er die Schöpfung erfährt, weil er die Natur und die Stille erfährt. Und Gott kann er nur in der Stille erfahren, weil die Welt ist laut geworden. Und deswegen all diejenigen, die Mystiker und die Mönche, sie sind immer in die Stille gegangen, weil sie nur in der Stille Gott finden können. Also die Stille ist eigentlich der Weg zu Gott. Und deswegen ist es hier vielleicht ein kleiner Anfang, damit jemand eine Ahnung bekommt, wie er Gott dann umschreibt, ob Licht, ob Leben. Das ist dann ihm überlassen. Breit gefächert und offen für jedermann. Der Besinnungsweg Gehzeiten macht die Menschen vielleicht auch einfach nachdenklich. Die Natur ist dabei auch ein wesentliches Element. Und auch die kann manchmal auf dem Kopf stehen und dann wieder zurechtgerückt werden. Über Station 5 und 6 naht nun das Ende des Rundweges. Zuletzt heißt es, die Zeit läuft weiter. Der Titel könnte missverstanden werden. So denke ich manchmal, Zeit geht weiter, dass die Leute meinen, aha, weil die Zeit weitergeht, deshalb muss ich jetzt möglichst viel auch machen, dass mir die Zeit nicht davonläuft. Aber es gibt von den Römern her einen schönen Spruch, Carpe diem, pflücke den Tag. Und ich stelle mir das dann vor, wenn ich pflücke, dann reiße ich nicht irgendwas raus, sondern wähle gezielt aus. Und so soll dann der Tag, den ich dann erlebe, auch bewusst angegangen werden. Die Botschaft ist klar. Wann immer es uns möglich ist, sollten wir uns auch im Alltag Zeitfenster freiräumen. Vielleicht auch einmal dafür, um diesen Weg zu gehen. Jeden Mittwoch, sofern das Wetter mitspielt, bietet die Bürgerwerkstatt Kultur in Nesselwang geführte Touren auf dem Besinnungsweg an. Darüber hinaus gibt es auch immer wieder besondere Veranstaltungen der Pfarrgemeinden. Mehr dazu erfahren Sie im Internet unter nesselwang.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.